Hallo und willkommen zurück bei Yuletide Legend Who Framed Santa Claus mit dem Miro. Sehr dynamisch. Sehr dynamisch. Und wir nehmen die Stimme von Santa Claus. Da liegt er. Oh Gott. Something's wrong. I can't open the portal directly into the station. I'll open it on the street in front of the station. Good luck. Okay, warum ist da irgendwas passiert? Warum? Weiß nicht, vielleicht dürfen die sich nicht einfach in einer Polizeiwache teleportieren. Hm. Klang aber eher so, dass er es merkwürdig findet, dass es nicht konnte. Guck mal, gesucht. Das ist die Telefonnummer der Polizeiwache. Die könnte ich verwenden. Willst du da jetzt anrufen? Wahrscheinlich. Ist er eingepennt? Jenkins locked the doors and fell asleep. I'd better call and wake him up. Ja, okay. Süß. Allzeit bereit. Keine Zeit, den Schmuck zu bewundern. Wie hübsch er auch sein mag. Ja, wir brauchen aber bestimmt noch Münzen, ne? Ach, ja. Drei Münzen. Das ist eine Taschenlampe, kannst du hier nehmen? Ist ein Geschenk. Wer hat sich ein Geschenk an der Telefonzelle? Surprise. Ach, ja. So, dann gib mal deine Glühbirne her. Nee. Boah. Boah. Ich hoffe, sie entsorgt die richtig. Mal. Wir brauchen zwei Batterien. Ein Gulli. Ja. Ich könnte mir einen wunderschönen Weihnachtsfilm ansehen. Das wäre eine tolle Belohnung dafür, dass ich das Chaos, das Krampus verursacht hat, wieder in Ordnung bringe. The Brothers Klaus. Ja, das ist der erste Teil von, also wenn ich das richtig gelesen habe, der erste Teil von Yuletide Legends. Ah, okay, den müssen wir ja noch spielen, ne? Wir haben jetzt mit dem dritten angefangen. Ich wusste, ich habe ja neulich erstmal geschaut, wie viele Teile es überhaupt gibt. Aber es ist ein schönes Wimmelbild, also gefällt mir gut. Dieser Teil auf jeden Fall, aber ich denke, die anderen werden auch nicht viel anders sein. Meistens haben die Entwickler da doch so ihre Richtung. Aber schön gemacht. So, dann können wir anrufen. Ja. Hello? Oh. Jenkins? Why are the doors locked? Elf. A small elf thing locked the door and put me to sleep. Gott. Oh, please help. There's a spare key in the police car. Ja, okay. Da. Elf Abdrücke. Nee. Das ist eine Zange. Ist der Weihnachtsmann jetzt verschwunden? Meinst du, der ist ausgebrochen? Naja, wenn ein Elf da rein ist, warum sollte ein Elf sonst da einbrechen? Das wäre aber nicht gerade sehr gut. Na, es ist auch nicht gut, ihn Schlaftabletten oder whatever zu verabreichen. Brauchst du die Taschenlampe? Tada! So, dann wollen wir mal. Welcher ist es denn? Ach, müssen wir wieder doppelte wegmachen? Aber finde ich auch süß gemacht. Tada! Wir sind da! Hallo! Hallo? Ich sehe ihn. Ach nein, na du. Er hat auch den Weihnachtsmann eingeschläfert. Ja, aber warum? Was ist denn los? Oh no. What have you done? I'm sorry, Detective, but Officer Jenkins wanted to transfer Santa to some other station. I had to cast a sleeping spell on him or you wouldn't have found us. But the spell affected Santa as well. Oh boy. Jenkins will be so upset when he wakes up. Maybe it's better to leave him asleep. Now please, wake up Santa so we can set everything right. No can do, Detective. There's not enough energy for any kind of magic. But three pieces of candy would restore my energy,
Then I could wake Santa up! Okay, erstmal Süßigkeiten für den Elf finden. Warum nimmt er sich denn nicht vorsichtshalber welche mit? Wo finden wir denn hier Süßigkeiten? Hier. Das ist ein Schlüssel. Und da ist noch was. Da ist noch was unterm Hut, ne? Wackelt mit dem Kopf. Okay. Was ist das? Ein Bonbon-Teil. Okay, es gibt hier. Und so weiter. Und so fort. So, dann fehlt noch eins. Oh, er schläft so friedlich. Ich bereue es fast, dass wir ihn aufwecken müssen. Das ist der Raum der Beweissicherung. Hier bewahrt die Polizei alle Beweise und das Eigentum der Gefangenen auf. Den Schlüssel, Zellenschlüssel. Okay, wir brauchen aber noch eine Süßigkeit. Wo kriegen wir die denn? Und wenn du erstmal die Zelle öffnest? Schlüssel öffnen. Meinst du, er hat noch irgendwo? Hier. Stimmt. Ja. Yeah. Der Weihnachtsmann hat immer Süßigkeiten dabei. So, kleiner Mann, hier. So, Weihnachtsmann aufwecken. So, hier, Weihnachtsmann, deine Stimme. Stimme zurückbringen. Oh, finally! Oh, thank you, Detective. I knew if anyone could save Christmas, it was you. But, Santa, Christmas is still in danger. Krampus delivered too many gifts to the naughty children. Now, everything will be set right. It won't be easy, but you can help me with it. All we need is the special Christmas clock to stop the time at 5 to 12 until all the gifts are properly delivered. Da ist eine Uhr. Achso, die müssen wir jetzt dreimal finden. Hier ist noch eine Uhr. Ja. Okay, voll süß. I can adjust the clock on the clock tower here in the city. But to stop time, I'll need the time crystal that's locked in the ice castle. It's far in the north. Meet me at the top of the clock tower when you retrieve the time crystal. Gut. Dann kriegt er noch seine Zeitkristalle. Okay, und go! Be careful, Detective. The Snow Queen could still be lurking around the ice castle, and she's a dangerous foe. I'll send Jack Frost to help you as soon as I get to him. Okay, die Schneekönigin. Hier haben wir ein so ein Ding. Weiß ich nicht, sieht abgefahren aus, ne? So eine Frau hier im Nebel. Mhm. Und hier unten? Da. Achso. Ja. Now, I need my bag and belongings, so I can open the portal to the ice castle. Ach du meine Güte. Diese Dinge trägt. Müssen wir jetzt alles raussuchen?
Brief des Weihnachtsmannes, Mantel des Weihnachtsmannes, Sack des Weihnachtsmannes, Pfefferkuchenhäuschen, Weihnachtsmannsocken, 4 Stück, Herz, Geschenk, du kannst ruhig anfangen, Geschenkbox, Tannenzapfen, was? Roter Kranz, der hängt hier beim Geländer, glaube ich, Keksbüchse, Glocken und Glück. Glück? Glück? Wie sieht dein Glück aus? Tja, gute Frage. Stellen sich bestimmt viele. Ja oder nein. Kann man so nicht sagen. Kekse. Ich glaube, die meisten wissen schon, was das ist. Sack des Weihnachtsmanns. Ist das nicht der hier? Ich kann ihn nicht nehmen. Da ist ein Lebkuchenhaus. Oder Pfefferkuchen. Tannenzapfen, Weihnachtssocken. Was siehst du hier irgendwo eine Weihnachtssocke? Ich sehe keine Weihnachtssocke. Was ist das? Weiß ich nicht, aber es ist süß. Ach kannst da du, kann man. Ist das Memory oder sowas? Anstatt dass wir Wimmelbild machen. Ja, ja. Ich will aber wimmeln. Mit Tannenzapfen. Hier haben wir ein Edding. Da. Ach, Glück. Nee. Doch. Doch. Süß. So, hier ganz ist noch so eine Smilies. Socke. Ganz viele Smilies. Eine Socke. Dann fehlt noch eine Socke. Ein Brief. Eine Socke. Was ist denn das da unten? Wo? Das hier? Ja, so etwas weiter drunter. Das ist nicht. Nee. Das ist nicht. Nix, nix. Nichts, nichts. Hier kommen wir noch ran. Brief. Brief. Ist hier auch noch eine Socke drin? Nee, ne? Kekse, so, dann brauchen wir noch Glocken, Sack des Weihnachtsmann und eine Socke. Glocken, Sack des Weihnachtsmann. Irgendwas müssen wir dafür machen, ich weiß noch nicht was. Ist hier noch irgendwas? Glocken. Sack des Weihnachtsmanns. Das Socke müssten wir aber eigentlich so. Ach, der Sack wird immer voller, weil wir da alles reinpacken. Ja, ja, und uns fehlt noch eine Socke. Eine Socke fehlt noch. Da! Da! Und jetzt können wir den Sack mitnehmen. Sehr gut. Kannst du ihn mir geben. So, hier, dicker Mann. Hey. Good luck and watch out for the Snow Queen. Schauen wir mal. So this is the ice castle. Okay, geht ja doch noch weiter. Ja, wir haben schon gesagt, das ist schon recht lang, das Spiel, ne? Also im Gegensatz zu Christmas Stories waren wir immer recht schnell durch. Ja. Da fand ich sogar teils echt schade, dass die manchmal, ich glaube bei einem Teil war das zumindest so, da ging das doch recht schnell zu Ende. Das sind nicht alle Teile gewesen. Aber das hier geht doch recht lange jetzt. Ich find's gut. Wir waren noch nicht drauf eingestellt. Nee. Das ist eine merkwürdige Tür. Ich glaube, 3 Zauberblumen können mir helfen, sie zu öffnen. Schon mal eine. Ich kann die Axtklinge nicht herausziehen, weil die Axt keinen Griff hat. Brauchen wir die Axt dann wahrscheinlich? Da oben ist ein Lebkuchenmann gewesen. Lebkuchenmann. Da in der Mitte vom Ja. Genau. Dahinter kommen wir nicht ran. Können wir denn irgendwas mit dem Magneten machen? Da brauchen wir 3 von diesen Dingern. Ist das auf seinen. Was? Auf seinen Kopf? Eine Blume? So hoch kann ich nicht springen. Ich könnte. Ja, okay. Ein Seil und einen Haken gebraucht. Haken haben wir, ein Seil brauchen wir noch.
Da haben wir ein Seil. Klinge hätte er. Klinge. Ah, okay. Da ist auch noch was drin, ne? Oh no! Oh Gott. Oh nein! Das ist ihr Haustier? Ist das ein Drache oder so ein. Nee. Das ist so ein Leguan-mäßig. Kupferstein. Was ist das? Ach, der Axtgriff. Eine verschlossene Kristallkugel. Wenn ich sie aufbreche, könnte ich die Zauberblume schädigen. Ach so, okay. Dann holen wir uns erstmal die Axt. Ja. Wo waren die nochmal? Hier. Die steckte da irgendwo zwischen. Können wir damit auch gleich das Eis aufbrechen? Versuchen. Ach so, das geht schon automatisch. So, mach kaputt. Wenn man wimmelt, oder? Ja. Okay. Hier ist die Stiftedose. Da oben ist die. Ja, okay. Was ist wieder los? Die Sacke, genau. Da ist das Ding. Was soll. Wer hat das was? Ach, hier. Ein Smiley. Ein Smiley. Ein kleiner Kaffee. Guck mal, er hat eine Herzkaffeetasse. Eine Herzkaffee? Ich will auch so eine Kaffeetasse. Aber wie trinkt man daraus? So seitlich. Sonst plört man doch, oder? Plört man? Plört. Hier, ihr braucht kennst nur du das Lolli. Wort plören, ne? Er braucht einen Lolli, er ist schon ganz traurig. Kein Elf kommt ohne seinen Hut aus. Guck mal da oben, bei dem Hut, dieses, ich habe heute Wortfindungsstörung, ich vergesse ständig, wie die Dinge heißen. Alles gut, hier hinten ist die 8, die 0 wird zur 8. Ich habe sie gerade verpasst. Ja. Ja. Was soll da das hier sein, neben den 11? Ziegelstein? Nee, nicht das hier, sondern da. Hier diese Handschuhe, oder? Ah, okay. Fäustlinge. Ha! Wo ist der zweite? Hat er den nicht an? Nee. Das ist Quatsch. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Alles Quack. Ach da, das war die Box. Okay. Wir brauchen noch den Hut. Ah, hier, der Weihnachtsstern, der verwandelt sich anscheinend auch. Die nicht der Weihnachtsstern, die Schneeflocke. Ja, genau. Hier ist der Flieger. Gut, dann brauchen wir nur noch den Hut und den Fäustling. Was ist denn sein Hut? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Hier drauf das Ding nicht, ne? Nee. Da ist ein Hut. Ein Fäustling. Irgendein Geschenk aufmachen? Ja. Toll. Hast du nur einen so einen Fäustling da drinne? Ja, wa? Den nächsten Fäustling bekommst du dann ein Jahr später. Tada! Und wir bekommen ein Kästchen. Ein Kästchen. Darin haben wir eine Blume. Ein. Wie ist das? Schlüssel für die Kristalltruhe. Aha. Welche Kristalltruhe? Ach, hier oben die. Ach. So, und dann haben wir alle. Wovon redet das Spiel? Ja, ich wusste es ja auch nicht. Oh. Lacht er jetzt? Oh, er schwitzt. Who goes there? You are not the Snow Queen, but a stranger and a traveler. Never mind.
If you are clever enough to solve three of my hardest riddles, I will let you through. You can see me in the dark. Sailors praise my joyful spark. I don't have wings but love to fly. What am I? Der Mond oder die Sterne? Ich würde sagen, der Mond, ne? Nein. Könnte beides sein, oder? What am I? Und die Sterne. Oh, you are a clever one. You won't solve the next one, though. I'm a water that never flows, but if you touch me, I could cry. Thick white smoke will rise above me, but only if I'm dry. What am I? Irgendwie cool gemacht. Ich bin Wasser, das nicht fließt. Wolken, ne? Hä? Das, was soll denn das sein? Oder? Well done, traveler. Was soll denn das sein, wo? But this one is the hardest Eis? I have. Eiszapfen? Ach so. I can sing without a voice and crawl inside through every door. A dance with leaves will bring me joy, but tilted hats are my favorite toy. What am I? Der Wind? Ja. Wow. You are the smartest stranger I have ever met. You may pass. Okay, cool. Das war irgendwie süß gemacht, ne? Ja. Fand ich gut. So ein Ding mit Kreis. Der. 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 Da, Nummer 3. Nummer 3. Aber da ist noch irgendwo was. Wieso? Oder wegen dem Zettel, das weiß ich jetzt nicht. Ach, Gesicht. Gesicht, das braucht man ein Gesicht. Aus. Okay. Gut, aber das kriegen wir wahrscheinlich erst später. Dann würde ich sagen, kannst du in der nächsten Runde das hier mal versuchen? Ich will mal rein. Wieder? Kann ich wissen, welcher. Aber ich müsste wahrscheinlich. Die sind doch schon richtig, oder? Die sind zugeordnet, ja. Kombiniere die Symbolfarben mit der Linie derselben Farbe. Verbinde sie mit der Mitte gemäß der Anzahl der Punkte, die sich auf dem Rand rund um das Rätsel befinden. Diese Punkte entsprechen der Anzahl der Blütenblätter auf jeden einzelnen Stein. Warte, das machen wir im nächsten Part. Ich wollte doch nur gucken. Ich will auch mal so ein Rätsel machen. Ja, ist okay. Ja, sonst mach. Dann mach es noch durch. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie kann ich sie denn bewegen? Achso, ich kann sie einfach nehmen. Kannst du tauschen. Hä? Es geht irgendwie nach Blütenblättern. Da oben hast du zum Beispiel die 1 und da ja, hast ja, du eine... aber das 1, das heißt doch 1 und grün. Blüte, ja. Aber ich kann ihn da nicht hinpacken. Hä? Und wenn du den bei der anderen 1 hinmachst? Aber das ist ja Quatsch. Wie tauscht man die denn? Vielleicht kannst du den nicht dahin machen, weil das eine 2 ist. Und dann eine 3. Aber ist ja blödsinnig, die sitzen doch alle falsch. So, man muss die einzeln immer. Also. Okay. Rote 2 kommt aber da hinten hin. Blaue 2. Boah, ist das nervig. Wieso? Weil man die immer so tauschen muss. Ich finde das voll hübsch gemacht. Das glitzert auch so schön, wenn die drauf sind. Nicht? Doch, doch. hier, er muss da hin. Jetzt habe ich Mist gemacht.
Wieso? Machst du doch gut. Tada! Yay! Schön. Hübsch gestaltet. So, okay, aber da rein darfst du dann in der nächsten Runde. Alles klar. Dann danken wir fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn. Tschüss.